So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA 5. Ja, die letzte Folge war die Folge, die mir am meisten Angst gemacht hat, denn es war die berühmt-berüchtigte Foltermission. Und ja, ich hoffe, die arme Seele ist jetzt bei dem Treppensturz nicht ums Leben gekommen. Wenn ja, dann tut es mir wirklich leid. Und warum er jetzt einfach ja hier weggeschickt wird, klar, damit das FIB ihn nicht findet und dann sagt, ah, Trevor, warum hast du den nicht umgebracht? Ich habe doch gesagt, er ist nicht mal nützlich und das Nützlichkeitsdatum ist abgelaufen. Mi. Und ja, deswegen hat wahrscheinlich Trevor ihn zum Flughafen geschickt. Aber rein theoretisch hätte er einfach weggehen können und hätte dann warten können, bis der Trevor weg ist, damit er zu seiner Familie fahren kann. Oder laufen kann. Oder wo auch immer. Moment. Ja, warte doch mal bitte kurz. Ich muss mal ganz schnell hier wenden und dann... Genau. Wir hatten müssen in der heutigen Folge zu der Tauchboot Mission aufmachen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen sehr grün hinter die Ohren hineingehe. Denn ich habe keine Sicherheitsweste. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt genügend Waffen. Aber das werden wir, denke ich mal, jetzt gleich erfahren. Ob wir da ziemlich optimistisch an die ganze Sache hineingehen, hier herangehen. Das ist ein geiles Lied. Hallo! Tschüss! Das ist wirklich ein geiles Lied. Oh. Ich weiß gar nicht, man kann ja eigentlich auch zurückschalten, aber ich weiß nicht, wie es zurückschalten geht. Oh, das war die Kamera. Wo war eigentlich dieses Techno Space Radio? Das ist immer so voll coole. So. Ich glaube, das war das, ja. Wenn Johannes Brecht. Das geht voll ab. Das spüre ich voll in meinem Herzen. Aber wirklich so auf einer langen Fahrt, es ist dunkel. Die Musik, die ballert dann richtig geil rein. So, haben wir das Tauchboot? Da haben wir das Tauchboot. Okay, dann halt nicht. Ja, ich habe gewartet, aber es hat niemand aufgemacht. Bin ich einfach rein. Entschuldigung. So. Hol dir das Tauchboot. Was ist da oben? Wie hole ich mir das jetzt am besten? Eigentlich, warte, nee. Kann ich da einfach so reinspazieren? Oh, es erinnert mich so, wie es aussieht an Ocean Gate. Damit hat man ja nicht allzu viele gute, ja, ne, Erfahrungen gemacht. Da oben ist jemand. Hat es jemand gesehen? Ich denke nicht, oder? Hat nur die Person, die am anderen Ende des Telefonates gewesen ist. Wie soll ich denn das jetzt hier runterbekommen? Ach so. Dann können wir einfach mal rein, oder?
Oh, warte, 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 hoch, hoch. Nee. Warte mal, wie komme ich denn hier hoch? Guck mal, wie eine Meerjungfrau. Warte mal. Ja, hier, da. So. Aber ich glaube, die müssen jetzt eigentlich kommen, ne? Trevor? Freund! I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Wo ist sie denn hin? Don't go quiet on me, or I'll come around and I'll, well, sieht doch richtig cool aus. Warte mal, ich muss kurz gucken, wo... Ah, okay, ich hab den richtigen Weg. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research. Warte mal, ist der AG? Consulting friend, they'd be on trial for human rights offenses if the US government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. An orca. I look forward to that. Okay, well that's more like it. Dass es hier Orca gibt, wusste ich auch nicht. Was sind die denn? Sieh die nicht, ich höre die nur. Oh. Ja, ich muss quasi hoch. Aber das Tauchboot ist schon sehr stabil, dass sowas solche Kollisionen aushält. Okay, hier hatten sie auch nur irgendwas gehabt. Warte mal, muss ich da... Okay, ich muss hier nochmal dran vorbei und am nächsten dann. Echt. Aber unbedingt schnell ist es jetzt nicht, ne? Hey, guck mal! Hier haben wir ja gar nichts. Ich paranoid. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie so richtig die Phobie heißt, aber wenn man Angst vor tiefem Wasser hat, das wäre definitiv ich. Selbst in so einem Tauchboot. Ich würde da wahrscheinlich richtige Zustände bekommen. Wie andere zum Beispiel Klaustrophobie haben, das kann ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, weil ich die gar nicht habe, wie man sich eng, also wie man da sich so eingeengt fühlen kann. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn ich in so einem Tauchboot sitzen würde und einfach dann runtergucken würde und einfach nicht sehen würde, ich glaube, ich wüsste dann, wie sich solche Menschen fühlen, die an solch einer Krankheit leiden. Es ist Krankheit. Phobie leiden. So. Da schwimmen wir mal zielstrebig auf den gelben Ring zu. Aber als Militär oder als Meriwether wäre es doch jetzt schlau, einfach irgendwelche Unterwasserkameras oder irgendwas in der Richtung zu installieren und zu wissen, okay, ob da vielleicht so ein Tauchboot gerade irgendwie rumschwimmt, was man gerade verloren hat. Ach so. Hab mich gerade gewundert, weil will denn wissen, wo ich bin?
Go! Okay, all right. Hurry up! Nope. All right, here we go. All right, I'm here. Jesus, wait. Nee, wer ist denn das? Oh, die werden bestimmt nicht erahnen, dass ein Tauchbus sich unter diesem blauen Laken befindet. Ist das Sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Ja, Deborah kriegt überhaupt nichts los. Okay. Achso, steig aus dem Laster. Okay. You're sure it'll be okay there? Sure. Alright. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Don't, mind me. I don't mind you, pretty boy. Guck mal. Hör mal das Auto hier. Nee. No, excuse me. Warum kann ich hier nicht mit dir mitfahren? Du darfst nicht an Bord. Ach so. Na gut, das hätte ich wahrscheinlich... Ach so. Ich hätte wahrscheinlich das auch freischießen können, oder? Das heißt nicht an Bord. Na gut, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wir sehen auf jeden Fall das Auto hier. Ich habe es dran schuld, wenn man solch einen Wagen hier parkt. So, jetzt haben wir noch... Oh Gott. Nee, was haben wir? Was ist denn hier? Ach, der Promi ging nicht an. Ach, hier haben wir das Ford, ne? Und dann würde ich sagen, werden wir jetzt noch in der Folge den Promi-Gegenstand stehlen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise würde ich in der nächsten Folge den Helikopter stehlen. Und es wird ganz schlimm werden, weil das wird bestimmt das Schwierigste an dem ganzen Plan sein. Der Softpack. Sorry. Ist er tot? Ich glaube schon, ne? Ja. Obwohl, die LKW-Fahrer brauchen wir ja. Wir können nicht überfahren. Verdammt. Na, ist natürlich jetzt doof gelaufen. Das habe ich ja komplett vergessen. Hoffentlich wird nicht gesperrt, aber nicht hier. So. Oh. Komm gleich wieder zu dir zurück. Wie konnte ich denn schon noch mal schnell irgendwie? Ja. Oh, thank fuck, you've got it. Thanks, man. Seriously, you saved my ass. Krieg ich Geld? Oh, this is fucking awesome. What can I say? I've never liked boys. Aber ich hätte schon gerne Geld dafür gehabt. Kollege, ich mach das doch nicht für umsonst. Sehe ich so aus, als würde ich das für ein Apple und Ei machen? So. Hä? Mach die Polizei.
Aber ist gerade ein Leichensack? Boah, die sind ja voll schnell. Ach, die. Da folgen den Weißen, aber da scheint es überhaupt nicht zu interessieren, oder? Aber die Polizei kann schon ein Auto fahren, oder? Was machen die denn? Was sind die tot? Moment, der hilft auch noch mit. Ja. Hab's auch gut gemacht, die Polizei, ne? Die sind zwar gefahren, es würden die das erste Mal in einem Auto sitzen. Aber, ne, die haben die Verbrecher zur Strecke gebracht. Oh. Ups. Nee. Oh Mann, kann ich überhaupt fahren? Rebel Radio. Und das ist auch die richtige Musik, wenn du auf Drogen bist. Also, ich meine jetzt hier in dem Spiel, wo Michael etwas, ja, ne, veränderliche Gefühle hatte. Das meinte ich mit dem Lied. Nicht so im richtigen Leben. Da habe ich keine Erfahrung damit. Aber das ist schon echt eine geile Musik. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich, wenn das Lied einfach so bei mir in meiner Playlist einfach erscheinen würde, würde ich wahrscheinlich einfach so ein bisschen wegskippen. Aber jetzt in dem Spiel klingt das echt nice. Hallo! Wieso, dass ich hier fahre? So. So. Schönes Auto, es war mal weiß. Ach, hier komme ich rein. Sogar niemand an der Rezeption. I bet I could hit your G-Shot every time. You guys were amazing tonight. Aye, I know. Lovefest! My ultimate breakup song. That track is so fucking layered, man. It's like a Renaissance painting, buried in all the knobs and titties as art. You know what I mean? You got any chewing gum or benzos on you? Hey, man, no more autographs. Hey, that's okay. You want to go? Einfach mal rein. Tut mir leid, Willy. You stay the hell away from me. Ja, mach ich auch. So, ganz schnell. Die Wand verstecken so mit X. No nonsense. Well, we gotta keep some nonsense cracking, you know. Keep things interesting, you know what it is. The West Coast Class is helping y'all through this crazy ass time in this crazy ass town. Hey, do anybody work out here? Get a job, nigga. This is Weasel News. Philanthropist murdered at a house party in Chumash. Cha. Noise. A super club is coming to business. Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing. Aren't I Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy.
from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth, courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Ooh. Not like a bitch. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo. Warte mal. Nur kurz. Haben wir jetzt hier? Begleiter. Okay, wir hätten wahrscheinlich einfach die Uno mit abdingsen müssen, oder? Hier kurz mal gucken. Aber wir. Mein Gott! Tritt in den Dorsch. Ob wir da hoch können? Sieht nämlich richtig nice aus. Haben wir hier. Mania Entries. Ich glaube, wir kommen hier nicht rein, ne? Die Musik. Kommen wir vielleicht später hier rein? Moment. Warte. Ich bin durch, danke. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei DMH wieder und klauen den wundervollen Helikopter. Und ich glaube, das wird ganz schlimm werden, weil Militär ist nicht ganz so begeistert, wenn man ihre Helikopters klaut. Und ja, ich hoffe, guess it, das ist ja richtig geil. Ja, hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.